Herzlich willkommen zur Vorlesung Graphentechnik. Wir sind im Wintersemester 2017, 2018. Das ist die zweite Vorlesung. Na super. Und wie versprochen kommt am Anfang der Theorieblock. Und wir haben uns letzte Woche oder vor 2 Wochen damit auseinandergesetzt, wie kann man Graphen mit mathematischen Eigenschaften, mit mathematischen Formeln beschreiben. Und hat im Wesentlichen gesagt, ein Graph ist ein 7-Tuppel. Hey, das muss schneller gehen, Leute. Und 7-Tuppel, genau. Dann gab es im Wesentlichen die Unterscheidung, ob Kanten Objekte sind oder nicht. Also sind Kanten einfach nur eine Menge von 3-Tuppeln oder sind das eigene Bezeichner? Und es gibt so eine Source- und Target-Funktion. Das kann man beides machen. Und wenn man noch viel abgerichter ist, verzichtet man auf die Knoten und sagt, ich habe Kanten unterschiedlicher Stelligkeit, dann habe ich Hypergraphen. Das kann ich beides machen. Die Unterschiede sind eigentlich marginal, reicht aber völlig aus, um einen Religionskrieg loszutreten. Das haben wir aber weitgehend hinter uns gelassen. Sodass wir jetzt drüber auf Graphen Operationen, nee, wir können jetzt ganz schnell nochmal was machen zu, wie werden Graphen implementiert? Ne? Da gibt es tausende von Möglichkeiten. Die älteste ist eigentlich mit Matrizen. Man hat zweidimensionale Arrays und trägt in ein Array ein, wenn von Knoten 7 zu Knoten 11 an eine Kante ist, dann tragen wir die Kante hier ein. Das ist 7 nach 11. 7 und 11 sind die Indizes und da tragen wir das ein. Das hat man ganz am Anfang sehr gerne so gemacht, weil mit Arrays kam man in den imperativen Programmiersprachen gut klar. Die Implementierung ist doof, weil 99,999% von dem Array sind leer, weil man quadratisch viele Zellen in so einem zweidimensionalen Array hat, und aber die Kanten typischerweise eben nicht quadratisch ansteigen. Es gibt Ausnahmen, vollständige Graphen, da sind eben alle Zellen besetzt, jeder ist mit jedem benachbart, zu unterschiedlichen Gewichten von mir aus, aber so die typischen Graphenwegenetze und die, die man so hat, sind eigentlich nicht so gebaut. Weswegen es Alternativen gibt, wo man sagt, ich habe pro Knoten einfach eine Liste von Nachbarn, oder die könnte ich als ArrayList nehmen, dann wächst die dynamisch. Das wird eigentlich ganz gern genommen. Was man auch macht, ist, dass man pro Knoten eine Hash-Tabelle nimmt und dann sagt, nach Kantentyp gefragt, gib mir die Menge aller Nachbarn, die ich unter dem Kantentyp hat. Das ist eine Implementierung, die wir wahrscheinlich in Jage so haben, wenn ich mich richtig erinnere, und die wir jetzt wahrscheinlich auch wieder nehmen können. Yet another Graph Engine. Graph Engine ist so ein Ding mit Graphen und Graphersetzungsregeln. Und Christoph und sein Diplomant haben einfach da nochmal eine alternative Implementierung zu STMLib gemacht. Und die nennt sich, ja, das ist die von Christoph, die Jage. Genau. Es gab früher Bibliotheken, die sowas machten, von Mehlhorn. Kennt einer Mehlhorn? Der hatte auch berühmte Algorithmen gemacht. Der war viel, glaube ich, bei Hash-Tabellen beteiligt und solchen Geschichten. Der hat auch eine Graph-Implementierung gemacht, um dann so Algorithmen für kürzeste Wege suchen und sowas einmal für alle anzubieten. Die war relativ ähnlich. Spannend war, dass es da eben typischerweise nur einen Knoten gab, Knotentyp gab und nur einen Kantentyp gab. Das waren Kantenobjektgraphe beim Mehlhorn. Leder hieß die Bibliothek. Die hatten dann jeweils eine Hash-Tabelle an jedem Knoten dran, wo man Key-Values dann speichern konnte. Also jeder Knoten war eigentlich eine kleine Hash-Tabelle. Das ist ziemlich das gleiche wie bei JSON, würde man das so ähnlich auch konstruieren. Das sind so gängige Implementierungsvarianten. In Programmiermethodik haben wir prinzipiell aus Knoten modellspezifische Klassen gemacht und dann waren eben Kanten auch ArrayLists oder irgendwie was. Und da gab es dann aber pro Kantentyp eine eigene ArrayList. Oder wenn es eine zu 1 Kante war, nur einen normalen Pointer. Spannend ist dabei eben, dass die Kanten bidirektional sind. Wenn ich das mit so einer Pointer-Semantik mache, merke mir an einem Knoten die Mengen meiner Nachbarn, dann muss ich mir bei den Nachbarknoten eben auch merken, die Rückrichtung, wenn ich das so implementiere. Oder ich mache wirklich eine
getrennte Implementierung, das gibt es auch. Es gibt Leute, die sagen, ach, Kanten mache ich am besten eine Hashmap, wo ich mit einer Knotennummer nach dem Ziel fragen kann oder mit dem Ziel nach dem Original fragen kann. Da brauche ich zwei Hashmaps für beide Richtungen und da kann ich das drin auch abspeichern. Wenn ich noch Kantentypen haben will, muss ich dann eben in der Hashmap nicht nur einfach den Nachbarn abspeichern, sondern auch noch die Kante, die ich genommen habe, um dahin zu kommen. Na, das sind so die Dinge, die man so treiben kann. Diese Datenmodelle kommen wieder bei den NoSQL-Datenbanken. NoSQL, kennt das einer? Das ist not only SQL, das ist nicht kein SQL. Und das sind die modernen Datenbanken, die so von Google und Facebook verwendet werden, die im Wesentlichen die Idee hatten, wir geben diesen Atomic-Begriff, den ACID-Begriff, Atomic Consistent Isolated, also diesen Transaktionsbegriff auf, zugunsten höherer Performance. Und die haben gesagt, naja, in so eine Google-Datenbank, da trage ich ständig irgendwelche neue Webseiten, neue Links und neue Rankings ein. Aber ich lösche da eigentlich nie raus. Und wenn ich ganz, ganz viele Kopien von dieser Datenbank mache, kann ich mehr Lesezugriffe machen und Schreibzugriffe so schnell, wie ich Lesezugriffe habe, sind die eigentlich nicht. Und ich kann damit leben, wenn der Albert jetzt mal gerade Pech hat und auf den Server in Europa zugreift, wo ich irgendein Update für irgendeine Seite in Indien noch nicht gemacht habe, dass der die dann einfach in der ersten Stunde nicht findet, solange bis alle Kopien umverteilt worden sind. Das heißt, es gibt eben neue Datenbanktypen, die sagen, naja, wir weichen den Transaktionsbegriff auf zugunsten höherer Performance und Verteilbarkeit. Und die für Graphen ist dann Neo4j. Soll ich mal irgendwo hinschreiben? Vielleicht kommt es sogar noch. Nee, nee. Bla, da ist Leda, genau. Das ist die Datenbank. Ha, tatsächlich. Nein. OMG, Gaggrafen, auch nicht. Oh. Ha, kommt nicht mehr. Ich schreibe es hier einfach nochmal drauf. Neo4j. Das ist eine Graph-Datenbank, die eben auch mit diesem Paradigma im Großen und Ganzen arbeitet. Die meisten NoSQL-Datenbanken speichern einfach so JSON-Objekte ab, JSON-Dokumente, das sind einfach Hash-Tabellen, also Key-Value-Tabellen, die irgendwie durchnummeriert sind. Das kann ich eben, wenn ich sage, ich habe da drin Nachbarschaftslisten, mit denen ich auf Nachbarn andere Knödel verweise, eben auch als Graph auffassen. Das heißt, eigentlich sind diese NoSQL-Datenbanken eher graph-strukturiert, graph-orientiert. Und Neo4j ist jetzt aber eine, die nennt sich explizit Graph-Datenbank und die hatte auch eine eigene Graph-Versetzungssystem-Maschine da mit drinne. Ist also durchaus da passend zur Vorlesung. Wir könnten versuchen, das mal gegen Ende der Vorlesung da mal reingucken. Okay, das war im Großen und Ganzen der Nachtrag nochmal zu letzter Woche. Und jetzt können wir mit dem Theorieteil weitermachen. Und es geht heute um Graphversetzungsregeln. Also ursprünglich war die Idee, warum die Aachener mit Graphen und Graphversetzungsregeln angefangen haben. Wir wollten objektorientierte Datenstrukturen formalisieren, um dann bestimmte Eigenschaften von diesen Datenstrukturen nachzuweisen. Und so typische Eigenschaften, die man nachweisen will, ist, kann es zu einem Deadlock in dem System kommen, kann es zu, gibt es irgendwie Fairness, Liveness, solche Geschichten, also die man so aus dem Datenbankbereich kommt. Also richtig spannend ist das bei nebenläufigen Systemen, wo du dann sagst, ich weiß nicht mehr genau, ob das hier parallel alles so funktioniert, wie ich will. Der Bereich nennt sich eigentlich Model Checking. Das heißt, man versucht mit Verifikations- und Beweisverfahren irgendwelche theoretischen Eigenschaften, irgendwelche Invarianten von dem System zu beschreiben. Und meistens reicht es einem schon, wenn man es schafft zu sagen, ja, wir stürzen nicht ab. Ne? Also das ist schon mal cool. Die typischen C++-Programme wehren sich gegen so eine Formalisierung massiv,
weil man eben in C++ und C mit den Pointern so viel Unfug machen kann. Man kann da eine 3 drauf addieren oder eine 42 und dann sagen, ja, ich glaube, das ist immer noch ein Studentenobjekt oder ein Ruhmobjekt oder auch nicht, weiß nicht so genau. Und dann kann man sagen, ach, das manipuliere ich jetzt mal und solche Dinge. Man kann die umtypen, man kann Casts machen, wie man möchte und kann da absolut beliebigen Unfug machen. Und dieser Pointerwald, der da entsteht, die Pointer sind in C, C++ nicht bidirektional, in Java auch nicht. Da passieren komische Dinge. In Java ist es etwas besser. In Java kann ich auf einen Zeiger nicht einfach eine Zahl drauf addieren. In C++, die haben das nicht zum Spaß da drin, ne? Die benutzen das in Arrays. Wenn du einen Pointer hast, der innen auf so ein bestimmtes Array-Feld zeigt, kannst du mit plus 1 auf das nächste Feld in dem Array kommen. Das kannst du beliebig lange machen. Musst nur aufpassen, wenn du über das Array wegläufst, was relativ häufig passiert, dann bist du plötzlich im Nirvana. Und naja, gut, also wir sind ausgezogen, das formaler zu machen und eben um Sicherheitseigenschaften von solchen Systemen beweisen zu können. Und dann brauchte man eben erstmal die Datenstruktur formal, das haben wir jetzt geschafft, und dann brauchte man aber auch die Operationen auf der Datenstruktur formal. Und da war so die Idee, dass man sagt, naja, im Stringfall haben wir, oder für Texte haben wir Strukturen und erlaubte Wörter durch Grammatiken beschrieben. Also da gibt es eben für Strings Grammatiken, so kontextfreie Grammatiken, und die können so strukturelle Aussagen über Texte machen, sagen alle Texte, die dieser Grammatik entsprechen, haben die und die Eigenschaften. Ne? Da gibt es zu jeder öffnenden Klammer immer eine passende schließende Klammer. Solche fröhlichen Dinge. Ne? Und das sind so Invarianten, die man so sagen konnte. Und sowas wollte man eben für objektorientierte Datenstrukturen auch haben. Da hat man gesagt, wir erweitern den Grammatikbegriff, den Textgrammatikbegriff zu Graphen. Na, und der Unterschied ist, dass ein Text ist halt als Graph aufgefasst eine Liste von Buchstaben. Und jetzt haben wir auch noch irgendwie an einem so einem einzelnen Ding in unserem String noch eben noch zusätzliche Kanten, die woanders hinführen. Ist doch eigentlich nicht viel anders, kann man doch auch machen. Was müssen wir jetzt an den Grammatikregeln ändern, damit die für solche verallgemeinerten Strukturen auch noch funktionieren? Und die Hoffnung ist, dass es das dann alles viel einfacher ist. Also ein Graph war ein 7-Tuppel, das ist ja noch leicht, das hatten wir alles gemacht. Ist das die richtige? Ja, Basic 03. Hübsch, hübsch. So, was ist eine Graph-Ersetzungsregel? Also wir werden jetzt Graph-Ersetzungsregeln einführen und wir führen das erstmal formal ein. Und prinzipiell sagt man einfach, ja, das ist ein Paar von Graphen, und zwar eine linke Regelseite und eine rechte Regelseite. Und die Semantik ist, ich suche nach einem Vorkommen der linken Regelseite, nach einem Graphen, Teilgraphen in meinem großen Graphen. Und wenn ich den gefunden habe, ersetze ich das gefundene Ding durch die rechte Regelseite. Also ich lösche das gefundene Ding raus und füge das, meine rechte Regelseite, meinen zweiten Teilgraphen an dieser Stelle ein. Und dann habe ich Graphersetzung oder Teilgraphersetzung. Ich habe einen großen Graphen, suche da drin kleine Stücke, lösche die raus und ersetze sie durch was anderes. Das war grob die Idee, genauso wie bei Stringgrammatiken. Da suche ich ja immer so Non-Terminal-Symbole und ersetze sie durch einen String von Terminal- und Non-Terminal-Symbolen. Und das wollte man genauso auch machen. Das heißt, man sagt, ich habe eine Grammatikregel, die besteht aus einer linken und einer rechten Seite. Die linke Regelseite ist das Suchmuster, das ist das Non-Terminal oder die Gruppe von Non-Terminalen, die ich suche, wenn ich eine kontextsensitive Grammatik habe. Und die rechte Regelseite ist der Term, den ich dafür einsetze. Ne? Prinzipiell die einfache Idee. Naja, und dann fing der Ärger an. Ne? Also erstmal formalisieren lässt sich das jetzt relativ leicht. Wir sagen, ein Graph-Ersetzungsregel ist ein Paar linker Graph, rechter Graph. Ne? Das ist noch leicht. Und dann sagen wir, ja, das ist irgendwie alles viel einfacher, wenn die gleichen Knoten- und Kantentypen verwenden. Das heißt, ich sage die linke und also der Graph, auf den ich das nachher anwenden möchte, den ich ändern möchte, und die linke Regelseite, das wäre schon cool, wenn die gleichen Node-Labels und Edge-Labels verwenden würden und die gleichen Attributnamen. Wenn ich nach irgendwas suche, was einen Attributnamen hat, der in meinem Originalgraph nicht vorkommt, habe ich keine Chance, werde ich das nie finden, dann kann ich mir das Ganze auch sparen. Deswegen, man dann gesagt hat, ja, wir benutzen die gleichen Knoten- und Kantentypen,
Das kann man aber auch machen, man kann so Obermengen angeben. Ne? Ich sage, alle Knotentypen, die ich irgendwann mal in irgendeiner Regel verwenden möchte, merke ich mir jetzt. Und in meinem konkreten Graphen muss ich hier ja nicht alle verwenden. Ne? Ich habe einfach ja nur ein Alphabet von möglichen Knotentypen und ich muss hier in einer konkreten Regel nicht wirklich alle verwenden. Okay. Dann gibt es eine Reihe von Definitionen, die überspringe ich jetzt, die werden nach und nach dann spannend. Vielleicht, na gut, jetzt die erste. Es gibt die linke und rechte Regelseite. Was wir jetzt hier noch mal verlangen, ist, dass diese Knoten-Labeling-Funktionen auf den Knoten, die sowohl im linken als auch im rechten Graphen vorkommen. Erstmal, das ist schon mal was Besonderes. Wir haben jetzt zwei Graphen und ein paar Knoten sind in beiden Graphen drin. Das bedeutet ja nur, ich habe in beiden die Nummer 42 oder sowas drin. Ne? Und dann gibt es da ja immer eine Labeling-Funktion, die liefert zu einem Knoten des linken Regelseite mir einen Typ und sagt, ja, das 42 ist ein Student. Dann, wenn die 42 in der rechten Regelseite wieder vorkommt, möchte ich, dass das bitte immer noch ein Student ist. Na, das heißt, an den gemeinsamen Stellen sollen die bitte die gleichen Knotentypen verwenden. Das definieren wir jetzt mal so, weil wir wollen ja Java formalisieren und in Java ist es sehr unüblich, dass Objekte den Typ zur Laufzeit ändern. Das können die einfach schier nicht. Das ist geradezu unmöglich. Das ist nicht in allen Programmiersprachen so. Also in JavaScript gibt es eh keinen Typ, da gibt es sowas wie Prototypen, die kann man austauschen. Das heißt, man kann eigentlich ohne große Probleme den Typ von irgendeiner Hash-Tabelle ändern und sagen, nee, das ist jetzt kein Student mehr, das ist jetzt ein Raum, ist doch irgendwie dasselbe. Ne? In Java ist das unüblich, deswegen haben wir es jetzt hier gesagt, wir schränken uns schon mal auf die ein, Regelersetzungen, die, wenn Knoten vorher und nachher da sind, dann ändern die nicht ihren Typ. Kann man machen, muss, wäre jetzt nicht unbedingt nötig, aber mit dem Ziel, dass wir da Java machen wollten, war das irgendwie lustig. So, und dann gibt es hier sowas wie Del-Nodes, nennt sich das, der Graphersetzungsregel. Ne? Die Graphersetzungsregel, linker und rechter Graphen. Dann nimmt man, der linke Graph ist ja so ein Siebentuppel, davon nehmen wir die Knoten, der rechte Graph auch, davon auch die Knoten. Das sind zwei Mengen und davon machen wir die Differenz. Dann sagen wir, alle Knoten, die links vorkommen, aber nicht rechts, das sind Knoten, die würden wir gerne löschen. Ne? In der linken Regelseite suche ich nach zwei Räumen und in der rechten Regelseite nur einer. Dann bedeutet das, wir ersetzen zwei Räume durch einen Raum, einer von den beiden ist jetzt gelöscht. Das kann man mit Kanten auch machen. Dann sagt man, alle Kanten, die links vorkommen und rechts nicht mehr, sind Kanten, die potenziell gelöscht werden. Und dann gibt es hier so eine ganz komische Sache, Hinzufügen von neuen Kanten ist eine komplizierte Nummer, da gehe ich später drauf ein. Okay, ich habe jetzt hier mal eine Graphersetzungsregel hingemalt in Progress-Notation. Es begab sich in jener Zeit. Also wir machen im Augenblick sdnlib. Bevor wir sdnlib gemacht haben, haben wir FuJava gemacht und bevor ich FuJava gemacht habe, habe ich Progress gemacht. Das war zu meiner Zeit in Aachen und in Progress haben wir linke und rechte Regelseite, weil es eine ordentliche Grammatikregel ist, hier mit Doppelpunkt gleich getrennt, beide hingeschrieben, aber übereinander, weil nebeneinander passt es nicht auf dem Bildschirm. Und dann haben wir hier den einen Graph hingemalt, hier den anderen Graph hingemalt und dann haben wir gesagt, wenn wir einen Knoten in beiden Regelseiten haben wollen, dann schreiben wir dahin so 1 rechts gestrichen, die 1, der Knoten 1 in der rechten Graphen ist genau der gleiche wie der Knoten 1 im linken Graphen. Na, also das bedeutet, das ist ein Knoten, der ist in beiden Graphen drin, der Dreier hier auch. Der Fünfer ist ein neuer Knoten, der ist nur im rechten Graphen und der Zweier ist ein alter Knoten, der ist nur im linken Graphen, aber nicht im rechten Graphen. Okay? So, und dann gab es noch so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen komisch. Dann gab es Attributbedingungen. Das ist, die Attribute sind formal ein bisschen blöde zu behandeln. Die haben wir so hingeschrieben. Wir haben gesagt, der Titel von dem Knoten 1 sollte Datenbanken und Informationssystem sein, der Titel vom Knoten 2 sollte Softwaretechnik sein. Und dann gab es so Transferanweisungen, da konnte man sagen, also nachdem die Graphersetzungsregel ausgeführt ist, rechnet sich das Titelattribut vom Knoten Nummer 5 zu Graphentechnik.
Und dann konnte man eben für die neuen Knoten sagen, eure Attribute rechnen sich aus Konstanten oder aus Werten von alten Knoten wie folgt aus. So, und dann kann man das Ganze formalisieren. Das ist das, was ihr dann auch als nächste Hausaufgabe machen wollt. Das heißt, wir geben eine Graphversetzungsregel rein und ihr müsst die formalisieren. Ne, prinzipiell, das ist am Anfang leicht, weil man muss jetzt erstmal nur die beiden Graphen formalisieren. Das heißt, die Menge der Knoten im linken Graphen ist 1, 2, 3 und 4. Ne, irgendwie leicht. Die Kanten, die links vorkommen, ist 3 Attens 1, 3 Attens 2, 4 Attens 2. Auch irgendwie leicht. Ne? Die Labeling-Funktionen sind gerade egal. Attribut-Value-Funktionen sind nicht so wahnsinnig wichtig, leiten sich hier aus diesen Conditions ab. Im Großen und Ganzen. Okay. Knoten des rechten Graphen sind alle Knoten, die hier aufgeführt worden sind. 1, 3, 4, 5 und 6. 1, 3, 4, 5 und 6. Dann die Kante 3, Attens 1. Das ist diese hier. 3 Attens 5, jawohl, 4 Attens 5 und 4 Attens 6. Ne, das haben wir einfach nur aufgezählt, das ist relativ klar, oder? Alle noch d'accord. Okay. Labeling-Funktion, ja, jetzt müssen wir prüfen, ist das auch alles konsistent? Ja, bestimmt, weil hier der Knoten 1 im rechten Graphen ist ein Kurs und da ist es auch ein Kurs, alles ist gut. Ne? Und die anderen müssten wir auch noch. Attribut Values für den rechten Graphen leiten sich im Wesentlichen aus dieser Transferanweisung hier ab und dann ist die Sache gegessen. So, kommt da noch was? Ja, haha. Delnotes, Knoten, die wir löschen wollen. Das sind Knoten, die links vorkommen und rechts nicht, also der Knoten 2 hier im Wesentlichen. Na? Core Nodes, das sind Knoten, die sind rechts und links gemeinsam, 1, 3 und 4. Add Nodes, 5 und 6 sind Knoten, die kamen nur rechts vor. Kanten, die gelöscht wurden, sind diese beiden hier. Das sind im Wesentlichen die Kanten, die hier an dem Knödel dranhängen. Die sind nachher hier nicht mehr da, können sie ja gar nicht, weil der Knoten 2 nicht da ist. Das heißt, das sind Kanten, die gelöscht werden sollen. Kanten, die neu hinzukommen. Sind Kanten, die vorher nicht da waren. Von 1 nach 3, die Kante gab es vorher schon. Das ist eine alte Kante, die ist egal. Den Knoten ist neu, dann ist die Kante hier auch neu. Die Kante hier ist neu und die Kante hier ist neu. Das sind alles drei neue Kanten. Das heißt, das sind so Add-Edges. Kanten, die wir dann im Zuge der Graphversetzung hinzufügen wollen. Und formal ist das in der ersten Formalisierung, die ich gemacht habe, ein Unterschied, ob die, jetzt müssen wir nochmal auf diesen Ersetzungsmechanismus eingehen. Wir wollen ja nicht wirklich den Knoten 2 löschen. Der gehört ja zu unserer Regel. Wir suchen nachher nach einem Teilgraphen in unserem großen Universitätsgraphen, wo so ein Muster drin vorkommt. Und der Teilgraph, der zu diesem Muster passt, den nennen wir dann Händel. Warum auch immer, ist der englische Begriff dafür, oder Match von mir aus. Und dann wollen wir aus dem Match den Knödel meschen, der zum Knödel 2 passt. Das heißt, es wird aus dem Universitätsgraph ein Knoten gelöscht. Ja. Und hier wollen wir neuen Knoten erzeugen, und zwar nicht den Knoten 5, sondern irgendeinen neuen Kursknoten. Und dann wollen wir eine neue Kante ziehen von dem Match des Knoten 3 zu dem neu erzeugten Knoten, den wir dem 5er hier zuordnen. Also wir wollen ja immer im Arbeitsgraphen eigentlich was tun. Und jetzt muss man immer unterscheiden, wenn ich eine Kante ziehe, habe ich einen alten Knoten vor mir, dann muss ich nach dem Match gucken, oder habe ich einen neuen Knoten vor mir, dann muss ich nach dem neu erzeugten Objekten suchen, nach den New Nodes suchen, die ich aber erst noch bauen muss. Und dementsprechend musste man das eigentlich immer unterschiedlich behandeln. Muss ich in einem Match suchen oder muss ich habe die nachher Clone genannt.
Und das, was ich im Wesentlichen gemacht habe, ich habe, nachdem ich hier oben ein Match gefunden habe, der Match wird durch eine Hash-Tabelle dargestellt, wo ich dann sagen kann, mit dem Knoten der linken Regelseite, zeig mir, wer im Arbeitsgrafen passt zu dir. Na? Und dann habe ich gesagt, okay, für die neuen Knoten erzeuge ich jetzt eben entsprechende Objekte, trage die einfach auch in diese Match-Tabelle mit ein, dann kann ich da wieder, kann ich danach auch fragen, okay, was wäre denn der Match zu diesem neuen Knoten? Das ist jetzt so ein bisschen gemogelt. Tatsächlich habe ich eine zweite Tabelle verwendet am Anfang, die nannte ich Clones. Da wurden dann Kopien von diesen Knoten der linken Regelseite erstellt. Und da gab es eine andere Tabelle, da musste ich immer wissen, muss ich jetzt in Match gucken oder in der Klontabelle gucken. Und nachher habe ich einfach gesagt, jetzt werfe ich die beiden Hash-Tabellen zusammen. Und dann kann ich in einem, habe ich nur noch eine, wo ich gucken muss, dann muss ich diese Fallunterscheidungen nicht mehr machen. Das war im Großen und Ganzen der Trick. Und jetzt haben wir auch schon prinzipiell herausgefunden. So, und jetzt könnten wir sagen, also Add-Nodes, das sind in der linken, in der rechten Regelseite 5 und 6, von denen müssen wir nachher Klone erstellen. Kanten, die nur zwischen neuen Knödeln kommen, haben wir hier keine. Kanten, die von einem neuen zu einem alten Knödel gehen, haben wir auch keine. Kanten von einem Core-Knoten zu einem neuen Knoten, das sind diese hier, genau die drei neuen. Ne? Und offensichtlich gibt es noch eine neue Core-to-Core-Edge von 3 nach 1, die es vorher nicht gab. Von 3 nach 1. Ich fand, die gab es vorher schon. Weiß nicht, warum die hier aufgeführt wird. Schadet aber nicht, kann man ruhig nochmal trotzdem haben. Na, da 3 Attends 1, das sind Edges der linken Regelseite. Na, ich finde, die gehört nicht dazu. Gucken wir nochmal in die Definition. Core to Add Edges sind, das sollten wir vielleicht auch mal einmal aufschreiben, wie das konstruiert ist. Core to Add Edges. So, das sind Kanten, die im rechten Regelgraphen sind, geschnitten mit, dann kommt so was ganz Komisches. Ja? Ich will von den Kanten, die im rechten, warum habe ich das gemacht? Ja, ich will von allen Kanten des rechten Regelseite nur die haben, die von erhaltenen Knoten zu neuen Knoten gehen. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich diese Menge am einfachsten berechnen. Ne, ich habe irgendwie 100 Kanten, ich möchte die Teilmenge haben, die bestimmte Arten von Knoten miteinander verbindet. Und da ist so ein typischer Trick, den man mit Mengen oder theoretisch macht, oder eigentlich ist das hier Relationenkalkül. Ne? Also Mengen von Tuppeln ist eine Relation. Und man kann diese ganzen Datenbanktheorie-Sachen hier verwenden. Und da kann man eben sagen, okay, wenn ich eine Teilmenge aller möglichen 3-Tuppel haben möchte, dann zähle ich einfach mal alle möglichen Kanten auf, alle 3-Tuppel, die es überhaupt geben kann, wo der Startknoten ein alter Knoten ist, dann irgendein Kantentyp aus unserem Alphabet für Kanten und dann irgendein neuer Knoten. Na, und dieses Kreuz, dieses X dazwischen bedeutet Kreuzprodukt. Kreuzprodukt zwischen Mengen ist, bilde alle möglichen Arten von Paaren. Erinnert ihr euch da noch? Na? Und das heißt, das sind jetzt wirklich alle 3-Tuppel, die Kanten, die ich potenziell überhaupt in diesem rechten Regelgraphen zwischen alten und neuen Knoten ziehen könnte. Und dann mache ich nämlich welche, die sind wirklich da drin, die Menge aller Kanten, die da sind. Das sind eben auch Kanten, die zwischen nur neuen Knoten sind oder irgendwelche anderen. Und dann rechne ich den Durchschnitt aus zwischen diesen beiden Mengen. Und dann habe ich genau alle Kanten mit der Eigenschaft, dass sie genau diese beiden Knotengruppen miteinander verbinden. So ist das konstruiert. Kann man so machen. So, und dann ist aber tatsächlich diese Core to Add Edges, das ist diese neue Kante mit drinne. Bei den Del Edges ist die nicht mit drinne. Na? Die Del Edges sind alle Kanten, die links vorkommen, aber rechts nicht vorkommen. Das heißt, in dem Graphen ist diese Kante 3 nach 1. Die kommt links vor.
Und die kommt rechts auch vor. Da. Also ist die in der Menge der Dell-Edges, der zu tötenden Kanten, nicht drin. Die kommt jetzt hier zusätzlich nochmal in der Menge dieser Core-to-Add-Edges drin vor. Nee, hier Core-to-Core. 3 Attends 1. Was nachher dazu führt, dass wir sie neu einfügen wollen, wenn wir die Graphversetzung ausführen. Das macht aber nichts. Wenn die Kante ist schon da, wenn ich sie nochmal einfüge in meinen Graphen, ist sie danach genauso einmal wieder da. Das ist halt ja eine Menge von drei Tupeln. Wenn ich in so eine Menge ein Element reintue, was schon drin ist, ist es danach immer noch einmal drin. Das ist idempotent, nennt sich das. Also eine Operation, die nichts verändert. Es führt zu demselben Ergebnis. Okay. Ja, genau. Ist einfach über das Kreuz. Ich hätte jetzt nochmal sagen können, eigentlich will ich die Kanten, die Core-Kanten, die in der linken Regelseite schon vorkamen, möchte ich gar nicht dabei haben. Ich hätte jetzt noch abziehen können, die Kanten der linken Regelseite. Dann wäre diese Core-to-Core-Nummer leer. Das wäre vielleicht cool. War mir offensichtlich zu viel Mühe. So. Jetzt haben wir erstmal formal modelliert, wie schreibe ich eine Graphversetzungsregel mit so Tupeln hin. Ne? Was leicht ist, weil ich habe linke und rechte Knoten und alles ist easy. Ne? Das ist gar kein Ding. Jetzt muss ich nur sagen, was bedeutet das denn, wenn ich eine Regel auf einen Graphen anwende? Also wenn ich so einen Graphversetzungsschritt durchführe. Und das geht in drei Schritten. Anwendungsstelle suchen, Sachen löschen, die zu löschen sind und Sachen erzeugen, die zu erzeugen sind. Ne? Und der schwierige Teil ist gemeinerweise der hier. Suche die Anwendungsstelle. Was wir jetzt suchen werden ist, wir haben einen großen Graphen mit tausenden von Knoten und Kanten und da drinnen suchen wir jetzt vier Knoten mit ganz bestimmten Kanten dazwischen und ganz bestimmten Typen. Und das kann man jetzt, müssen wir jetzt irgendwie formal mathematisch beschreiben, was bedeutet das, dass wir einen Match für unsere linke Regelseite gefunden haben. Das bedeutet am Schluss, wir suchen einen Teilgraphen aus dem großen Graphen, der, jetzt kommt das böse Wort, isomorph zu unserer linken Regelseite ist, zu unserem Suchmuster. Isomorph bedeutet von gleicher Gestalt. Und das, was das genau bedeutet, werden wir jetzt gleich nochmal formal definieren. Das bedeutet letztendlich, dass wenn ich von meiner linken Regelseite zu dem Match gehe und in meiner Regel, sie ist eine Kante zwischen zwei Knoten, dann muss bei dem Match zwischen den gematchten Knoten auch so eine Kante sein. Na, also das ist eine strukturerhaltende Abbildung. Das heißt, ich gehe von meiner Regel, definiere ich, okay, dem Knoten meiner linken Regelseite ist der Knoten beim Arbeitsgraphen zugeordnet, da und da zu dem der und dazwischen ist in meiner Regel eine Kante, wo guck mal, in meinem Arbeitsgraphen auch passt. Na, alle Dinge, strukturelle Dinge, die meine linke Regel verlangt, alle Kanten, die da vorkommen und alle Attribute, die da vorkommen, erwarte ich, dass die genauso in meinem Match vorkommen. Das ist schon der ganze Trick. Und das Wort heißt nur so böse. Okay, also fangen wir an mit der Suche. Wir suchen einen Teilgraph, der zur linken Regelseite passt. Und dann kann man definieren, dass man sagt, TG, müssen wir erstmal sagen, was ist ein Teilgraph? Das ist nicht so einfach. Ne? Ein Teilgraph ist letztendlich eine Teilmenge der Knoten mit einer Teilmenge der Kanten, aber nur solche Kanten, die innerhalb meines Teilgraphen bleiben. Ne? Also Kanten, die, mein Teilgraph besteht aus einem Knoten. Kanten, die da rausführen zu irgendwelchen anderen Knoten in die Umgebung, können nicht zu meinem Teilgraph gehören, dann wäre dieses Teilding kein Graph mehr. Wichtige Eigenschaft eines Graphen ist, Kanten verbinden nur Knoten, die in dem Graph sind. Und das definieren wir jetzt für Teilgraph auch. Wenn ich eine Teilmenge der Knoten nehme, dann kann ich auch nur eine Teilmenge der Kanten haben, die innerhalb meines Teilgraphen bleibt. Das ist schon eine der wesentlichen Eigenschaften an dieser Stelle. Also TG ist ein Teilgraph von dem Graphen G, genau dann, wenn. Die Knotenmenge ist eine Teilmenge der Knoten. Kann auch den ganzen Teilgraph geben, dann ist es der volle Graph. Die Kanten
von unserem Teilgraphen liegen in Kanten des gesamten Graphen. Also es gibt, können da nur Kanten drin vorkommen, die es im Originalgraph schon gegeben hat. Und diese Kanten sind in diesem Kreuzprodukt drin, das Knoten von meinem Teilgraph miteinander verbindet. Das war genau dieser Trick. Das heißt, ich sage, es kann nur dann ein Teilgraph sein, wenn die Menge der Kanten eben innerhalb meiner Teilgraph-Knotenmenge drin ist. Und die Knotenmarkierungen bleiben erhalten und die Attributwerte bleiben erhalten. Na? Tatsächlich genau, nein. Attribute sind komplizierter. Wir erlauben jetzt, dass ich sagen kann, ich wähle aus der Menge der Knoten von meinem Originalgraphen, Arbeitsgraphen ein paar aus. Dann wähle ich von den Kanten, die dazwischen sind, ein paar aus. Ich muss nicht alle nehmen. Und dann sage ich, ja, von den Attributen, die die Knoten im Arbeitsgraphen haben, da möchte ich auch nicht alle. Ich möchte nur Condition auf den Titel von meiner Veranstaltung stellen, die, wie viele Studenten die haben, ist mir gerade egal. Also der Original-Arbeitsgraph kann mehr Attribute an diesen Knoten haben, als jetzt mein Teilgraph hat. Ich kann aus der Menge der Attribute, die ein Originalknödel hat, sagen, in meinem Teilgraph möchte ich nur die paar haben. Und das liegt daran, dass ich in meiner linken Regelseite nicht alle Attribute von dem Knödel aufzählen möchte, in dem Condition-Teil, sondern eben nur die, die mich gerade spannend finde. Und ich möchte Knoten matchen können. Gucken wir nochmal. Kurse zum Beispiel, wo ich sagen möchte, der Titel ist mir wichtig, aber die Anzahl der Studenten, die Kurse haben, glaube ich, noch Number of Students oder so. Genau, so ein Kurs hat eine Anzahl Hashtabelle Students. Das Attribut interessiert mich gerade nicht für diesen Ersetzungsschritt. Deswegen definieren wir den Teilgraph-Begriff jetzt so, dass wir sagen, wir wählen aus dem Originalgraph zwei Kurse und einen Professor. Und der Kurs, da muss das Titelattribut so sein, diese Kanten müssen da sein. Aber was in dem Studentenattribut ist, ist mir egal. Das mache ich nicht zur Menge meines Teilgraphen. Kann man so machen. Also hätte man auch anders machen können. Danach definiere ich, okay, und dieser Teilgraph, den ich gesucht habe, soll jetzt isomorph zu meiner linken Regelseite sein. Das heißt, alle Kanten, die Knoten meiner Regel verbinden, gibt es im Match auch. Und alle Attribute, die es in meiner Regel gibt, gibt es im Match auch. Na? Und deswegen sage ich, okay, wenn jetzt in meiner Regel der nur mit von nur das Title-Attribut benennt, dann muss ich eben wahlweise den Isomorphie-Begriff so sagen, also nur wenn das auch in der linken Regelseite aufgeführt wird, dann ist es wichtig für die Isomorphie. Oder ich sage, das Attribut gehört zum Teilgraphen eventuell dazu oder nicht. Und ja, es war jetzt irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich musste weniger hinschreiben, wenn ich es so mache. Das hätte man auch anders machen können. Es fühlt sich für einen Informatiker erstmal irgendwie oder Informatikerin nicht so normal an, ne? Dass ich jetzt sagen kann, ich nehme irgendwie aus einem großen Objektstruktur ein Objekt raus, aber von dem Objekt nur die Hälfte der Attribute. Ne? Irgendwie wie, hä? Wie geht das? Aber in unserer Formalisierung sind Attribute ja auch nur so drei Tupel. Knotennummer, Attributnummer, Value. Ja, und aus der Menge der Attributwerte meines Gesamtgraphen wähle ich jetzt einfach eine Teilmenge aus. Und das kann ich eben machen. Und dann kann ich eben sagen, auch von dem Knoten, der hat eigentlich 5 Attribute, aber da wähle ich jetzt nur die ersten 2 aus. Kann man so machen, muss man auch nicht. So. Teilgraph. Wir haben definiert, was ein Teilgraph ist. Also, im Prinzip ist es noch einfach. Ne? Eine Teilmenge von Knoten und Kanten und alle Kanten sind nur zwischen den Knoten, die wir wollen, und eine Teilmenge der Attribute, die da dranhängen. Fertig. Okay. Und dann definieren wir, hier haben wir ein Beispiel. Das ist der Graph, den wir die ganze Zeit immer hatten. Der ist so formalisiert. Hier ist jetzt der Teilgraph. Das ist der grau hinterlegte Teil. Ja, und das Namensattribut hat mich jetzt hier nicht interessiert. Und das Anzahl Studentenattribut, was jetzt nur noch so ein doppeltes Hochkomma da ist, hat mich da nicht interessiert.
Ja, das heißt, mein Teilgraph, den ich jetzt konstruiere, ist aus den Knoten 11, 13, 19 und 23. Das sind die hier. Die Kanten sind nur Kanten zwischen denen. Das heißt, die Kante von 19 nach 11, die Kante von 19 nach 13 und die Kante von 23 nach 13. Das sind die Kanten in unserem Teilgraph. Dann die Labeling-Funktion habe ich einfach das runterkopiert und abgeschrieben. Und die Attribute-Value-Funktion, da sage ich explizit, ich interessiere mich nur für den Titel von 11 und 13. Und mehr nicht. Und dann habe ich im Prinzip jetzt so einen Ausschnitt aus meinem Gesamtgraph definiert. Und wie es der Zufall will, ist dieser Ausschnitt jetzt isomorph zu unserer linken Regelseite oder ein passender Match. Das müssen wir aber noch mal definieren. Ein Isomorphismus zwischen zwei Graphen ist eine bijektive Funktion. Wer weiß noch, was bijektiv ist? Das ist eines dieser bösen Wörter der Mathematik, das einen immer so verwirrt. Das ist, wenn es gleichzeitig subjektiv und injektiv ist, was einem auch wahnsinnig hilft. Das ist, kriegt man hin, wenn man sagt, also so eine Abbildung ist ja auch wieder so eine Menge von zwei Tuppeln. Original und Fälschung, eine Hashtabelle. Hey, Hashtabellen, damit kommen wir klar. Diese Hashtabelle ist surjektiv, wenn ich für jedes Element meiner linken Regelseite da einen Eintrag habe, vollständig. Und die ist injektiv, wenn es keine zwei Elemente gibt, die auf das Gleiche zeigen. Eindeutig. Also es gibt zu einem Key immer genau einen Value, zu jedem Key ein Value und keine zwei Keys teilen sich den gleichen Value. Das letztere ist injektiv und das ist es. Hashtabellen, ganz leicht. Hey, cool. Das heißt, letztendlich ist ein Isomorphismus eine Hashtabelle, ein Mapping, wo lauter Tuppel drin sind, wo der Schlüssel eindeutig ist und der Value auch. Und fertig. So. Und jetzt kommt noch die strukturerhaltende Eigenschaften. Match ist jetzt so eine Hashtabelle. Da gucke ich jetzt mit dem Knoten des Graphen 1 rein. Und das kann ich eben, was man immer so macht, ist, Match von der Menge von Knoten ist die Menge der Matches von einem einzelnen Knoten. Ich habe eine Hashtabelle, wo ich für viele einzelne Knoten immer meiner linken Regelseite sage, ich werde gematcht auf diese Knoten des Arbeitsgraphen oder meines Teilgraphen. Und wenn ich jetzt sage, der Match von all meinen Knoten der linken Regelseite ist einfach, wenn ich die ganzen Einzelmatches gucke und mir die abhole. Okay. Und die Funktion ist bijektiv. Das heißt, ich weiß, dass irgendwie keine zwei Schlüssel auf den gleichen zeigen. Das heißt, die Anzahl ändert sich nicht. Wenn ich in meinem linken Regelseite 5 Knödel habe, habe ich im Match auch 5 Knödel. Und darüber müssen wir tatsächlich nachher nochmal diskutieren. Die Match von der Menge von Kanten ist, jetzt geht's los, ich habe eine Kante in der linken Regelseite von Source-Node nach Target-Node mit diesem Kantentyp. Dann rechne ich von Source-Node den Map auf, von Target-Node den Map auf und behalte das Kantenlabel dabei. Das heißt, wenn ich im Originalgraph eine Kante habe, dann gibt es zwischen den Kopien von Source und Target oder den Matches von Source und Target die gleiche Kante wieder. Das ist so grob die Idee. Wenn ich Berliner wäre, hätte ich das ganze Kategorien theoretisch hingemalt und habe gesagt, ich habe hier zwei verschiedene Knödel meines Originalgraphen. Die sind durch eine Kante verbunden. Dann habe ich hier in diese Richtung Matches. Hier, das ist die linke Regelseite. Das hier ist der Arbeitsgraph oder der Teilgraph von mir aus. Und da gibt es auch zwei Knödel. Und was ich verlange ist, dass es hier, wenn es da eine A-Kante gibt, muss es da unten auch eine geben. Das steht hier gerade hingeschrieben. Und das ist diese Zeile. Und das funktioniert nochmal so, ich nehme alle Kanten der linken Regelseite, rechne von denen jeweils die Matches aus und sage, das sind exakt die Kanten, die in dem anderen Graphen, dem Arbeitsgraphen oder meinem Teilgraphen auch drin sind. Ganz genau. So, und dann mache ich das noch für Attribute, was langweilig ist, und fertig.
Spannenderweise gibt es, wenn ich Pech habe, zwischen zwei Graphen mehr als einen Isomorphismus. Was irgendwie blöd ist, ne, aber kann passieren. Wenn ich, jetzt mache ich mal hier den linken Graphen hierhin und den Teilgraphen, gegen den wir matchen wollen, hierhin und ich sage, ich habe jetzt, was weiß ich, ein Dreieck. Na? Und habe hier auch ein Dreieck. Und dann kann ich ganz einfach sagen, okay, der hier matcht auf den, der hier matcht auf den und der hier matcht auf den, ist ein Isomorphismus. Na? Und jetzt nummeriere ich die mal 1, 2, 3 und die hier A, B, C. Und dann kann ich sagen, okay, der Isomorphismus ist, 1 wird auf A gemappt, 2 wird auf B gemappt und 3 wird auf C gemappt, passt schon irgendwie. Und dann kann ich sagen, oder 1 wird auf B gesetzt, 2 wird auf C gesetzt, 3 wird auf A gesetzt. Oder alle Permutationen, die mir einfallen. Ne? Das ist einfach, so ein Dreieck ist eben zu sich selber isomorph. Ich kann das so gegen sich selber verdrehen. Und dann passt es immer wieder aufeinander. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, alle Arten von Drehungen und Permutationen, die ich machen kann. Und das ist immer noch isomorph zueinander. Okay, tatsächlich sind unsere Kanten gerichtet. Da ist es nicht ganz so leicht. Ich kann die Kantenrichtung nicht ändern. Aber im Großen und Ganzen mindestens die Verdrehungen funktionieren. Ne? Das ist gerade irgendwie so ein bisschen blöde, aber naja, tut uns jetzt mal nicht weh. Das heißt, wir haben eine Menge von Isomorphismen zwischen zwei Graphen und die merken wir uns jetzt einfach mal. Und dann sagen wir, zwei Graphen sind isomorph, wenn die Menge der Isomorphismen dazwischen nicht leer ist. Ne, dann sind sie erstmal gleichgestaltet und wenn es mehr als einen Isomorphismus gibt, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ne? Und das ist bei unserer Regel hier oben nicht ganz unerheblich. Ich zeige nochmal die Regel. Weil was die Regel im Wesentlichen macht, ist, die nimmt diesen Kurs hier und tötet ihn und baut hier zwei neue Kurse. Ja, und wenn die sucht ja aber zwei Kurse und macht daraus drei Kurse. Und wenn die beiden Knödel hier untereinander austauschbar wären, ne, dann kann es eben sein, dass das ich da oben ist Datenbanken, das hier ist Softwaretechnik, nee, in meinem tatsächlichen Arbeitsgraphen, dann würde Softwaretechnik gelöscht oder wenn ich es andersrum matche, dann würde Graphentechnik gelöscht oder was auch immer, Datenbanken gelöscht. Ne, also das ist jetzt für den konkreten Kurs ist das schon ein Drama, für die Graphversetzungsregel fühlt sich das gleich an, ne, sind isomorph, ist gerade dasselbe. Hier in dem Fall ist es so, dass wir über diese Condition das geregelt haben, wer ist welcher, welchen wollen wir töten, welchen wollen wir behalten. Aber wenn die Condition nicht da wäre, dann wäre das unter Umständen austauschbar. Hm? Derselbe Kurs für 1 und 2 geht jetzt erstmal nicht. Wenn die Condition nicht da wäre, dann ist es egal, ob ich den Datenbankkurs hier matche oder hier matche. Ja, das geht beides. Ne? Und dann, je nachdem, wie rum ich es matche, das sind eben zwei verschiedene Isomorphismen, auf dem gleichen Teilgraphen eigentlich, würde das Ergebnis ein bisschen anders aussehen, weil ein anderer Knödel gelöscht ist nachher. Genau, das ist der Punkt. Das ist eine Quelle, und da sind wir schon an der Stelle, die zogen aus, Operationen auf Graphen zu formalisieren, um die Semantik eindeutig zu machen. Und dann definierten sie vor sich hin und stellten fest, Mist, das ist nicht deterministisch. Ne? Eine und dieselbe Regel hat bei ein und demselben Teilgraphen schon zwei mögliche oder mehrere Unterumstände, wenn ich Pech habe, mehrere Isomorphismen. Und je nachdem, welchen von diesen vielen Isomorphismen ich wähle, lösche ich den Datenbankkurs oder den Softwaretechnikkurs. Was für ein Scheiß. Wir werden nachher noch mehr Nichtdeterminismus bei der Anwendung von diesen Regeln feststellen, nämlich dass es unter Umständen für eine Regel in einem Arbeitsgraphen
viele Anwendungsstellen gibt. Na? Und von jeder dieser will ich dann noch viele Isomorphismen. Aber nehmen wir mal an, alle Isomorphismen wäre immer nur einer möglich. Dann kann es immer noch sein, dass im Graphen viele Stellen sind. Das ist normalerweise nicht schlimm, weil ich die einfach alle nacheinander abarbeite und dann ist es gut. Wenn ich ganz viel Pech habe, überlappen die Stellen. Ja, das heißt, dann gibt es zwei Teilgraphen, die passen zu meiner linken Regelseite und die haben einen Knoten gemeinsam und der wird unglücklicherweise gelöscht. Und dann kommt es plötzlich auf die Reihenfolge an, wie ich die Regeln anwende, ob ich erst die eine Stelle nehme oder die andere Stelle. Weil danach, wenn ich die erste Ersetzung durchgeführt habe, ist der eine Knödel da gelöscht und dann ist der Teilgraph für den zweiten kaputt. Werden wir nochmal feststellen. So. Das ist die nächste Form von Nichtdeterminismus. Das heißt, so ein Graph, ich habe so einen Graphen, habe hier eine Regel und sage, wende die Regel überall an, dann ist es von der Reihenfolge, in der ich die Regeln verwende, abhängig, was am Schluss rauskommt. Also welche Kurse überleben und welche nicht. Und die Reihenfolge, wie ich die anwende, ist eigentlich in dieser Graphersetzungsgrammatik egal, offen gelassen. Damit war die so die erste große Krise. Ne, wir nehmen so ein schönes formales Mittel wie Termersetzung, erweitern das zur Graphersetzung und haben jetzt doch irgendwie ganz tolle, mächtige Umbauoperationen für unsere Graphen und damit können wir doch jetzt alles ganz toll eindeutig beschreiben und puff, gleich bei dem elementaren Begriffen, was bedeutet es, eine Regel anzuwenden, stellt sich raus, dadurch kriege ich nicht Determinismus. Riesenkrise. Naja, der Onkel Nagel hat gesagt, da musst du halt deine Regel ordentlich schreiben, ne? Stell dich nicht so an. Die Berliner haben ein bisschen länger darüber nachgedacht und haben gesagt, wir können da ja sehen, wir können der Regel ansehen, ob die diese Eigenschaft hat, dass die verschiedenen Anwendungsstellen, die es gibt, überlappen können oder nicht. Die können das zur Compile-Zeit oder wenn die Regel hingeschrieben ist, der Regel ansehen und sagen, diese Regel hier, ohne die Attributbedingung, die hat das Potenzial, dass die Reihenfolge der Regelanwendungen ein Problem ist. Und die hat auch das Potenzial, dass zu einem Teilgraph meines Arbeitsgraphen ich zwei isomorphe Matches habe. Und es dann von der Auswahl des Matches abhängt, was das Ergebnis der Regelanwendung ist. Im Wesentlichen ist das, wenn es innerhalb der Regel Dinge gibt, die selbst zueinander ähnlich sind. Also hier die beiden Kurse und die beiden Studenten, die sind so ein bisschen austauschbar. Ja, die sind sich sehr ähnlich. Das ist immer ein Indiz dafür, dass ich aufpassen muss, welche Anwendungsstelle ich erwische. Ja, und wie ich sie erwische. Und diese Eigenschaft, dass eine Regel so ist, dass sie sagt, ich habe solche Stellen in meiner linken Regelseite, die untereinander austauschbar sind, kommen nicht vor. Das haben die Kollegen Church und Rosser erfunden, irgendwann 1800, keine Ahnung. Und das nennt sich diese Eigenschaft, dass alle Anwendungsstellen einer Regel parallel unabhängig voneinander sind, was bedeutet, dass die Reihenfolge, in der ich sie besuche, völlig egal ist, wenn ich alle abgearbeitet habe, kriege ich immer das gleiche Ergebnis. Unabhängig von der Reihenfolge der Erkundung. Das nennt sich Church-Rosser-Eigenschaft. Und das Church-Rosser, so hießen die Typen. Und da gibt es ein Church-Rosser-Theorem dazu, die sagt, welche Struktur so eine linke Regelseite haben muss, damit diese Eigenschaft garantiert ist. Man kann das statisch zur Compile-Zeit prüfen. Na? Das ist dann so mit zum Overhead. Das kann sein, dass man sagt, zur Compile-Zeit, wenn man nur die Regel vor sich sieht und nicht den Arbeitsgraphen, sagt, oh, was könnte ein Problem sein, wenn im Arbeitsgraphen folgende Dinge vorkommen, dann guckst du in den Arbeitsgraphen rein und sagst, da ist nur ein Kurs drin, dann ist das hier kein Problem mehr, ne, weil die Regel eh nicht anwendbar ist. Aber die Regel selber hat potenziell dieses Problem. Ne, und es gibt die schlechte Nachricht, die Regeln haben potenziell dieses Problem. Die gute Nachricht, man kann es zur Compile-Zeit prinzipiell prüfen. Und dann sagen, ah, hey, willst du denn da nicht nochmal was dazu schreiben, damit du auf der sicheren Seite bist? Na, und zum Beispiel
so eine Condition jetzt hier dazu schreiben, hilft schon mal so ein bisschen. Ja, jetzt müsste man über die Studenten auch noch nachdenken, wie man die vernünftig voneinander unterscheidet. Wenn es zwei Studenten gibt, die beide diesen Kurs hier besuchen, dann ist jeder von denen ein gültiger Mensch für den oder für den und dann ist die Reihenfolge schon wieder nicht klar. Und da muss man auch sagen, ja, der zweite darf eben nicht oder was auch immer. Gut. Ja, mittelgroße Krise. Ja, also man saß da so an seinem Schreibtisch, stellte fest, scheiße, kann es ja mehrere Isomorphismen geben, was mache ich jetzt? Kacke, blöd. Das ist ja mal gerade schad. Und hat dann lange hin und her überlegt. Und dann hat man eben dann anschließend diese Schert-Rosser-Nummer ausgegraben, hat gesagt, damit retten wir uns jetzt und dann ist es gut. Ne? Und dann können wir nochmal weiter gucken. Tatsächlich gibt es in meiner Arbeit und in dem, was wir hier in der Vorlesung machen, eine andere Antwort auf dieses Problem. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. So, dann machen wir das jetzt nochmal an dem Beispiel. Diese dicken, fetten, grauen Pfeile hier, das ist unsere Match-Funktion. Wir sagen jetzt einfach mal, das hier ist unser Arbeitsgraph. Da gibt es eben einen Kurs für Datenbanken, einen Kurs für Softwaretechnik, einen Kurs für Graphentechnik und noch einen Kurs für Datenbanken. Und die hier sind so grau hinterlegt. Das sind neue Kurse. Und dann darf da aber nicht Graphentechnik stehen. Dann müssen wir gleich mal gucken, was da passiert. Ja, das ist falsch. Da muss PSP stehen, für Personal Software Process. Das verbessern wir gleich mal. Zack. PSP. So. Wir haben eine Match-Funktion, die ist ja hier oben auch angegeben. Da. Die sagt, der Knoten 1 wird auf den Knoten 11 gematcht. Also hier, Knoten 1 unserer linken Regelseite, den matche ich jetzt mal hier hin. Der Knoten 2, den matche ich auf den 13er. Der Knoten 3, den matche ich auf den Boris. Und den Knoten 4 auf den Jörg. Dann Probe. Es gibt die Kante von 3 nach 1. Dann gehe ich zum Match von 3 und gucke, hat der eine Kante, die zu dem Match von 1 geht. Die Kante gibt es. Cool. Von 3 nach 2, das ist der eine Match, das war der andere Match. Die Kante hier gibt es auch. Cool. Von 4 nach 2, der Vierer ist der Jörg und das Zweier war der Softwaretechnik-Kante. Die Kante hier gibt es auch. Wir haben einen strukturerhaltenen Match gefunden, einen Isomorphismus gefunden, zwischen der linken Regelseite und dem hier, der schon mal die Kanten berücksichtigt. Dann müssen wir noch gucken, sind die Attributbedingungen eingehalten. Der Match von 1, das war der hier, hat ja den Titel Datenbanken und Informationssysteme. Nochmal Glück gehabt. Der Match von 2, hat der den Titel Softwaretechnik. Jo, stimmt auch. Alles ist cool. Ne? Jetzt haben wir tatsächlich eine strukturerhaltende Abbildung definiert. Das heißt, wir haben einen Teilgraph gefunden, unserer linken Regelseite, bestehend aus 11, 13, 19 und 23, den passenden Mengen von Attributen und den Kanten, die wir brauchen. Und der ist isomorph zu unserer linken Regelseite. Jeder Knoten hat einen Partner, alle Kanten sind erhalten, alle Attribute sind erhalten. Alle spannenden Attribute sind erhalten. Cool. Dann haben wir hier unten noch eine Copy-Funktion, die sagt hier diese Add-Nodes, die Knoten, für die wir neue Knoten brauchen. Da gibt es eine Funktion, die sagt, für den Knoten 5 erzeugen wir neu den Knoten 101, für den Knoten 6 erzeugen wir neu den Knoten 103. Zu den Copy sage ich gleich noch ein bisschen was. So, und die Ausführung der Regel bedeutet jetzt, das kommt glaube ich auf der nächsten Formel, Semantik der Graphversetzungsregeln. So eine Semantik einer Regel ist hier definiert als eine Teilmenge von GC Kreuz GC. GC ist eine Graph-Class. Das ist die Menge aller Graphen,
die ich über meinen Knoten und Kanten und Attribut namens Alphabet bauen kann. Na, wenn ich eine endliche Anzahl von Knotennamen, Kantennamen und Attributnamen habe, dann kann ich mit einem einzigen Knotennamen kann ich schon eine unendliche Menge von Graphen bauen, nämlich einen Graphen mit gar nichts drin, einen Graphen mit einem Knoten, einen Graphen mit zwei Knoten, mit drei, vier, fünf und so weiter. Ne? Das sind ganz schön viele. Und dann kann ich noch alle Hanteln erzeugen, alle Dreier, alle Kreise, alle was auch immer. Also ich kann aus diesen Alphabeten viele, viele Graphen konstruieren. Und die haben aber alle gemeinsam, dass sie das gleiche Alphabet verwenden. Also die gleichen Knotennamen und Kantennamen. Und diese Menge kann ich bezeichnen. Und die bezeichne ich jetzt mit Graph-Class über Knotentypen, Kantentypen und Attributnamen. Und die ist eindeutig definiert, weil für jeden Graphen, den du mir gibst, kann ich sagen, der ist in der Menge oder nicht. Ich kann sie nicht alle aufzählen, weil es unendlich viele sind, aber ich kann für jeden entscheiden, ob er dabei ist oder nicht. Und damit ist die klar definiert. Mathematisch ist das jetzt total klar. Und dann kann ich sagen, okay, eine Graphersetzungsregel ist eine Menge von Paaren in dieser Graph-Klasse. Ich sage gleich, warum ich das so gemacht habe. Das hätte man auch anders bauen können, aber das war am elegantesten. So, und ein Paar von Graphen, G1 und G2, ist in der Semantik meiner Graphersetzungsregel. Was ich auch sagen kann, der Graph 2 ist Element der Semantik angewandt auf Graph 1. Das ist einfach die Menge aller Graphen, die ich durch Anwendung der Regel auf diesen Graphen erzeugen kann. Ne? Und ich sage jetzt einfach, naja, das ist nicht deterministisch eine Graphersetzungsregel, weil die Isomorphismen können es mehrere geben, die Anwendungsstellen können es mehrere geben, wenn das nicht Hirsch-Rösser ist, kommt auf die Reihenfolge an. Das heißt, ich kann unterschiedliche Graphen generieren, indem ich die Regel auf den Originalgraphen anwende. Und weil ich nicht weiß, welcher von diesen der richtige ist, nehme ich sie einfach alle. Ich sage, ich liefere dir zu einem Startgraphen und einer Regel die Menge aller Graphen zurück, die du potenziell durch Anwendung der Regel auf diesen Startgraphen erzeugen kannst. Und ein Graph G2 ist in dieser Ergebnismenge drin, zu G1 gehörig, genau dann, wenn es einen Teilgraphen gibt im Graphen 1. Und es gibt eine Match-Funktion aus der Menge der Isomorphismen zwischen linker Regelseite und dem Teilgraphen. Das ist dann unsere Anwendungsstelle. Und es gibt einen Intermediate Graph. Jetzt definiere ich, wie möchte ich den Originalgraph verändern? Also wie wende ich die Regel an? Und das geht mit, ich nehme von dem G1-Graphen alle Knoten weg, die gelöscht werden müssen. Das heißt, aus der Menge der Knoten von dem Graphen G1 nehme ich die Matches von meinen Del-Nodes weg. Del-Nodes waren die in meiner Regel, die ich links hatte und nicht rechts. Die hatten Matches. Den Match hatten wir ja gerade schon definiert. Wir haben gesagt, es gibt einen Teilgraphen mit einem Isomorphismus. Aus der Menge der Isomorphismen haben wir einen ausgewählt. Und bezüglich diesen Matches weiß ich jetzt, welche Knoten ich aus meinem Arbeitsgraphen löschen muss. Hey, Knoten gelöscht. Puh. Und ich muss Kanten löschen. Und zwar Kanten, die links vorkommen, rechts aber explizit nicht mehr. Die muss ich löschen. Das ist einfach. Matches von Del Edges. Und, naja, wenn die an einem Knoten gehangen haben, der gelöscht worden ist, dann müssen die Kanten auch verschwinden. Damit dieses Intermediate-Ding, nachdem ich gelöscht habe, ein Graph ist, dürfen da nur Kanten drin sein zwischen Knoten, die in meinem Graph sind. Ich darf keine sogenannte Dangling Edges haben, Kanten, die irgendwo hinführen zu einem Knoten, den es nicht mehr gibt. Das wäre doof. Und das mache ich jetzt wieder mit diesem coolen Kreuzprodukt. Ich nehme alle möglichen Kanten, die nur in meinem Intermediate Graph sind und schneide damit die Kanten, die hier noch übrig geblieben sind. Und das sind dann genau die Kanten, die am Schluss noch da sind. Das heißt, ich bleibe übrig. Kanten, die zu denen noch Quelle und Ziel existieren und die nicht explizit gelöscht worden sind. Das sind die gelöschten Kanten und mit Attributen mache ich das Gleiche. Attribute werden hier ganz ähnlich behandelt wie Kanten, ist nicht so spannend.
So, jetzt habe ich meinen Arbeitsgraphen, einen Teilgraphen gefunden, Isomorphismus gefunden. Jetzt habe ich alle möglichen Dinge gelöscht. Da kommt so ein Zwischengraph raus, so ein Intermediate Graph. Und jetzt füge ich Dinge wieder dazu. Nämlich die Dinge, die ich neu erzeugen soll, was meine Regel mir sagt. Das heißt, ich bekomme neue Knoten. Das sind im Prinzip die Adnodes und davon die Kopien. Also ich nehme Kopien von neuen Knoten. Die muss ich mir ausdenken. Das bedeutet ja erstmal nur, ich muss mir irgendeine neue Nummer ausdenken. Und tatsächlich ist dieser Schritt schwammig. Zwei Graphen sind, naja, egal was für eine Nummer ich mir da jetzt ausdenke, wenn ich die Regel zweimal anwende, an genau der gleichen Stelle mit genau dem gleichen Isomorphismus und diese Copy-Funktion, da denke ich mir, beim ersten Mal nehme ich 101 und 102 und beim zweiten Mal nehme ich 42 und 23. Ja, dann bin ich ja völlig frei, welche Nummern ich den neuen Knoten gebe. So, dann sind die, ist der Ergebnisgraph, die sind isomorph zueinander, die beiden, die mit den 100er neuen Knoten und die mit den 42, 23 neuen Knödeln. Die sind von gleicher Gestalt, sind isomorph, aber sie sind nicht gleich, weil sie unterschiedliche Nummern haben. Das heißt, wenn ich jetzt die Menge von Graphen aufsammle, die ich durch Anwendung der Regel erzeuge, dann kann es mir passieren, dass ich unendlich viele Graphen habe, obwohl ich nur eine Anwendungsstelle habe, die sich nur dadurch unterscheiden, dass die neuen Knoten neue Nummern haben. Das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Ich kann damit leben, dass da viele Graphen rauskommen, die sich durch die Anwendungsstelle unterscheiden, aber ich kann nicht damit leben, dass sie sich nur durch die Nummern der neuen Knödel unterscheiden. Und dann habe ich hier irgendwie sowas in meiner Arbeit geschrieben, ja, und das Copy ist durch den Match eindeutig definiert. Ne? Irgendwas Blöderes ist mir nicht eingefallen. Ne? Man kann auch sagen, ja, man nimmt fortlaufende Nummern ab da. Ne? Oder neue Nummern, oder keine Ahnung, die erste freie Nummer, die kleinste freie Nummer ist eine Möglichkeit, das zu definieren. Ne? Dann habe ich aber eine Ordnung auf den Nummern und das bleibt schwierig. Ich will es nur irgendwie eindeutig haben, ja, zum Beispiel, nimm die kleinste freie Nummer, würde das erreichen, hier an dieser Stelle, und dementsprechend ist es möglich, diese Copy-Funktion eindeutig zu definieren, und dementsprechend ist es jetzt klar, was ich meine. Ha, ne? Und ich sage, ja, ich wähle dieses Copy so geschickt, dass bei der gleichen Anwendungsstelle ich immer die gleichen neuen Nummern wähle. Das ist hier im Großen der Punkt. Und dann, wenn ich mich dazu durchgerichtet habe, dann kann ich sagen, okay, am Ende habe ich Knoten, die sind in dem, haben das Löschen überlebt. Originalgraph, weniger gelöschtes Zeug. Und dazu kommen die neuen Knödel. Na, und ich habe diese neuen Nummern natürlich schön so gewählt, dass sie nicht mit irgendwelchen alten Nummern im Konflikt sind. Und da sind die Kanten, die das Löschen überlebt haben, Originalgraph wegen Dinge, die ich löschen, Kanten, die ich löschen musste, plus Kopien von den neuen Kanten. Ja, und da gab es dann hier diese Add-to-Add-Knödel und die Core-to-Core-Kanten und die Core-to-Add-Kanten und die Add-to-Core-Kanten, weil ich manchmal eben Match anwenden musste und Copy. Das mache ich inzwischen anders, da habe ich einfach gesagt, mach die Vereinigung von Match und Copy. Und wende die Vereinigung von Match und Copy auf alle Kantenarten an, die es hier gibt. Das ist ein bisschen leichter. Ja, aber im Großen und Ganzen bleibt es das Gleiche. Im Wesentlichen gucke ich jetzt, welche Kanten müssen neu erzeugt werden. Gucke dann danach bei Match oder Copy, was sind Source die Matches von im Arbeitsgraphen und ziehe die Kante in den Arbeitsgraphen ein. Fertig. Das ist tatsächlich vom Hinschreiben der Formelmenge her jetzt erstmal gerade ein bisschen viel. Ist aber in der technischen Umsetzung nachher der einfachste Schritt. Na, ich habe konkrete Knoten, ich habe Match und eine Copy-Funktion, also Hash-Tabellen, da kann ich ja nachgucken. Okay, ich soll hier eine Kante ziehen. Was ist das Bild von diesem Knoten meiner linken Regelseite? Dazwischen ziehe ich die Kante. Das ist tatsächlich zweimal in der Hash-Tabelle nachgeguckt, fertig. Das ist eine ziemlich einfache Nummer. Was wirklich schwierig ist, ist, der Schritt, finde einen Teilgraphen, der isomorph zu meiner linken Regelseite ist. Na, das ist jetzt mathematisch sehr einfach hingeschrieben. Das ist auch ein endlicher Prozess, der eindeutig definiert ist.
Einfach weil, wenn ich einen fertigen Graphen habe, mit einer endlichen Menge von Knoten und Kanten, dann ist die Menge aller Teilmengen, die ich daraus bilden kann, die sich irgendwie unterscheiden, ist auch endlich. Ne? Das ist zwar irgendwas mit Fakultät oder weiß der Geier, aber endlich. Und aus einer endlichen Menge dann einfach eins wählen, alle durchprobieren, welcher ist isomorph, fertig. Ne? Das heißt, ich bilde einfach die Menge aller Teilmengen. Und dann ist jetzt für einen Mathematiker das Problem gelöst. Ne? Das ist klar definiert, was ich meine, wie viele es davon gibt und wie ich sie berechne. Alles ist cool. Ne? Einfach alle aufzählen. Diese für die tatsächliche Ausführung, also wenn ich das nachher implementieren möchte in einer Grammatik-Engine, dann ist das nicht so richtig cool, wenn ich jetzt sagen muss, okay, zähle einfach alle Teilmengen auf. Ne? Also, da würde man sagen, okay, ich brauche nur Teilmengen, die genauso viele Knoten haben, wie im linken Regelseite sind. Das ist doch schon mal einfacher, sind schon mal nicht mehr ganz so viele. Und dann muss ich noch ein paar andere Tricks anwenden, um das effizient zu machen. Also prinzipiell ist das Teilgraph-Isomorphie-Problem ein bekanntes NP-Problem. Das ist in der Klasse NP, das heißt, der beste Algorithmus, auf den wir hoffen können, ist exponentiell, es sei denn, irgendeiner findet ein Orakel, das das für uns tut. Na? Andererseits haben die NP-Probleme ihren Schrecken verloren, seitdem es so Satzsolver gibt. Na, ich weiß nicht, ob der Lange das erzählt hat. Prinzipiell sind diese ganzen Probleme, die äquivalent zu dem Satzsolving ist. Satzsolving war, ich habe so einen logischen Term und will wissen, gibt es eine Variablenbelegung, sodass der ganze Term true wird. Ne? Und ich habe so einen Term von irgendwie 1000 Variablen oder sowas, Boolschen Variablen. Da muss ich die im Augenblick alle durchprobieren, um zu sagen, gibt eine, gibt nicht. Ne? Sind ja nur zwei hoch n, ist ganz einfach. Aber wenn ich ein Orakel hätte, das mir das sagen würde, welche ich ausprobieren muss, dann könnte ich in polynomialer Zeit, nämlich in der Anzahl der Variablen plus die Operatoren dazwischen, ausrechnen, ob true wirklich drin ist oder nicht. Und dann wäre ich schon fertig. Und dieses Suchen in diesem großen Suchraum geht inzwischen mit diesen Satzsolvern erschütternd effizient, sodass außer in wenigen böse konstruierten Worst Cases man das typischerweise wahnsinnig schnell hinkriegt. Und letztens auf so einer Konferenz hat einer sehr fröhlich gesagt, ja, früher haben wir immer versucht zu erweisen, dass das Ding in NP ist, um zu zeigen, oder äquivalent zu satt ist, um zu zeigen, dass es schwer ist. Heute zeigen wir, es ist äquivalent zu satt, um zu sagen, es ist total einfach mit einem Satzsolver. Also in relativ kurzer Zeit zu lösen. Tatsächlich war es meine Aufgabe während der Promotion, eben ja, irgendwie diese Teilgraphensuche zu basteln. Und wir haben einfach ein paar Heuristiken angewendet und man kriegt das tatsächlich hin in Groß O von 1. Also typischerweise kriegt man so eine Graphersetzungsregel in konstanter Zeit gefunden. Dabei, das funktioniert nur, wenn man einen Startknödel mitgibt oder einen Knödel, von dem es nur einen mit einem Typ, wo es uns nur eine Instanz davon gibt, damit man weiß, wo man lossuchen muss. Und wenn die Kanten, die man langläuft, so ein Fanout von 1 haben, ne, dann ist es plötzlich alles ganz einfach. Ne? Ich habe einen Startknoten, dann suche ich mir die erste Kante in meinem Arbeitsgraphen, da gibt es nur eine maximal. Dann habe ich den Nachbarknoten festgelegt, gibt es oder gibt es nicht. Und von dem den Nachbarknoten gibt es oder gibt es nicht. Und dann die Rückkante gibt es oder gibt es nicht. Jedes Mal brauche ich mir immer nur einen einzelnen Knödel angucken. Das ist okay, das ist groß O in der Größe der Regel. Na? Aber unabhängig von der Größe des Arbeitsgraphen. Da können jetzt in dem Graphen noch ein paar Millionen andere rumeiern. Die Suche ist sehr lokal an der Stelle, wo ich gestartet bin und immer nur einen Nachbarknödel, den ich dazu nehmen muss, so oft wie ich Knödel in meiner linken Regelseite habe. Dann kann ich es in konstanter Zeit ausführen, unabhängig von der Größe des Arbeitsgraphen. Und irgendwo dazwischen ist es in der Praxis. Na? Okay. So, nochmal zu der Semantik von einer Graphersetzungsregel. Ist jetzt also die Menge aller Paare, wo ich aus dem Graphen G1 den Graphen G2 ableiten kann, durch Anwendung der Regel. Na? Da drinnen sind auch alle Paare, wo die Regel gar nicht anwendbar ist. Es gibt keinen isomorphen Teilgraph. Na? Dann kann ich sagen, okay, ich habe den Startgraph. Nee, halt. So wie wir es definiert haben, stimmt das nicht. Zurück, zurück, zurück. Wir haben gesagt, es muss einen Teilgraph geben mit einem Match. Okay, wenn die Regel nicht anwendbar ist, dann
ist G1, G1 nicht in der Menge der Matches, also der Semantik von so einer Regel. Und was ich eigentlich nur hiermit gemacht habe, ich habe, dadurch, dass ich sage, die Menge aller Paare, habe ich die Semantik der Regel unabhängig gemacht von dem Arbeitsgraphen, den ich gerade habe. Ne? Wenn ich sage, ja, die Semantik von der Regel angewendet auf diesen Graphen 1 ist die Menge aller Graphen wie folgt, dann habe ich, wenn ich irgendwie, habe ich jetzt diesen Startgraph, von dem ich Arbeitsgraph, von dem ich loslaufe, in der Semantikdefinition mit drin. Das ist blöd. Ne? So prinzipiell hätte ich auch einfach nur sagen können, das ist eben die Menge aller Graphen, die ich aus dem Graphen 1 erzeugen kann. Das kann man auch machen. Dieses Kreuzprodukt hier ist nochmal ein bisschen spannender, weil da wird eben noch zusätzlich gesagt, du pass auf, es könnte zwei verschiedene Startgraphen geben. Wenn ich da die Regel anwende, kommt der gleiche Endgraph raus. Ja, das heißt, diese Semantik-Ding ist nicht injektiv. Ne? Also, und es ist eh schon keine Funktion, weil es zu einem Startgraphen mehrere Ergebnisse geben kann. Ne? Bei einer Funktion gibt es immer nur einen Ergebniswert. Deswegen ist es eine Relation und die ist aber auch nicht injektiv, weil das gleiche Bild kann von mehreren Startgraphen aus getroffen werden. Und surjektiv ist es auch nicht, weil nicht alle Startgraphen haben einen Ergebnisgraphen. Das Ding ist eigentlich nichts. Ne? Es ist nur so eine Relation. Und Relation beschreibt es jetzt hier einfach am einfachsten. Dann bleibe ich auch ein bisschen in dieser Mengentheorie. Deswegen haben wir das gemacht. Okay. Das Beispiel sollten wir uns trotzdem nochmal gerade angucken. Wenn ich eine Graphversetzungsregel habe, die sucht nach einer Hantel und löscht die Kante einfach, die dazwischen ist. Fertig. Ne, die Knoten bleiben erhalten. Und ich habe hier so eine Liste von 4 Knödeln. Dann ist es klar, ne, Hanteln kann ich hier finden oder hier. Das heißt, ich habe 3 Teilgraphen, die isomorph zu meiner linken Regelseite sind. Sind wir uns da einig? Cool. Und je nachdem, welchen ich wähle, habe ich als Ergebnisgraphen diesen Graphen oder diesen Graphen. Da habe ich die mittlere Kante gelöscht oder hier habe ich die hintere Kante gelöscht. Ja. So, das heißt, die Anwendung dieser Regel auf diesen einen speziellen Graphen hier hat 3 mögliche Ergebnisgraphen. Und was so ein bisschen schwierig ist an dieser Definition ist, man hätte das nochmal anders machen können. Hier dieser erste Graph und der dritte Graph, die sind zueinander isomorph. Sieht das jeder? Ne, die bestehen aus einer Dreierliste und einem Einzelknödel. Und der hier oben hat auch eine Dreierliste und einen Einzelknödel. Wenn ich den hier hinten hingemalt hätte, sehen sie sogar gleich aus. Ne? Das heißt, die sind zueinander isomorph, unterscheiden sich nur in der Nummerierung ihrer Knödel. Ich hätte jetzt eben auch noch sagen können, wenn es da drinnen in dieser Menge, der Ergebnismenge, Graphen gibt, die zueinander isomorph sind, dann möchte ich, dass es davon immer nur einen Repräsentanten gibt. Ja, dann hätte ich diesen hier rausgeworfen. Das war irgendwie kompliziert hinzuschreiben, habe ich dann deswegen darauf verzichtet. Ja, und dann sage ich, ja, die sind gleich gestaltet, haben gleiche Struktur, aber es ist nicht der gleiche Graph, weil die Knotennummern sich halt unterscheiden. Ne? Wenn ich hier durchnummerieren würde und sage, das sind Knoten 1, 2, 3, 4, ist bei dem hier der 1er einzeln und bei dem hier der 4er. Ne? Und da muss man über dieses, die sind zueinander isomorph, nochmal getrennt nachdenken. Es war einfach von der Definition her leichter. Ne? Ich fand die kompliziert schon genug. Genügend komische Buchstaben und Semantik und Isomorphismus. Ich fand, das hatte ich ja jetzt formal genug. Ende im Gelände. Okay. Wie spät haben wir? 17.22 Uhr. Wir haben noch 10 Minuten, ne? Uhaha. Dieses, ich definiere die Semantik einer Graphversetzungsregel als Relation, als Menge von Tupeln von Graphen, die zueinander durch diese Regel in Beziehung stehen, hat noch den coolen Effekt, dass ich jetzt komplexe Regeln aus einfachen Regeln zusammenbauen kann mit Relationenalgebra. Also so, wie wir das in Datenbanken gelernt haben. Und ich kann jetzt sagen, wenn ich 2 Graphversetzungsregeln habe und ich möchte die hintereinander ausführen oder hier zweimal die gleiche
Graphersetzungsregel nacheinander ausführen. Was ist denn die Semantik davon? Und das kann ich relativ leicht definieren, indem ich sage, das ist die Menge aller Paare G1, G3, wo es einen Graphen G2 gibt. Und G1, G2 ist in der Semantik der ersten Regelanwendung und G2, G3 in der Semantik der zweiten Regelanwendung. Also ich habe zwei Tabellen mit zwei Spalten. Dann sage ich, jetzt mach daraus neue Tuppel durch so einen Join. Und zwar so ein Natural Join, wo das, die zweite Spalte und die von der ersten Tabelle und die erste und der zweiten Tabelle, wo das übereinander passt. Und dann werft die gemeinsame Spalte weg. Und diese Join-Operation ist genau die, die ich jetzt mache, um die um zwei Graphersetzungsregeln, die Hintereinander-Ausführung davon oder die zweimalige Ausführung von einer Regel zu definieren, was ist die Semantik davon. Und das ist wieder eine Tabelle mit zwei Spalten, Graphen oder so eine Menge von zwei Tupeln und es ist klar definiert, weil ich jetzt eben, und das lässt sich relativ leicht hinschreiben. Ja, also formal ist es jetzt ganz einfach. Na, wenn es irgendeinen Zwischengraphen gibt, über den ich da gehen kann, dann ist der Endgraph in meiner Semantik von dem Gesamtding. So, warum steht das jetzt hier? Da habe ich nur nochmal das hier oben neu aufgezogen. Na? Aber hier ist jetzt klar, was die Semantik davon ist. Das ist nämlich alle Graphen, wo zwei Kanten fehlen. Das heißt, das ist dann die Menge aller Graphen, wo noch eine da ist, das heißt, die, wo die Kante noch da ist und die beiden weg sind, oder die, die noch da ist, oder die noch da ist. Wollen wir die hinschreiben, oder glaubt ihr mir das? Die, mit dem Stift, das geht so. Ja, machen wir eine Hausaufgabe draus. Ja, schreibt mal alle auf, die dann übrig bleiben. So, das heißt, wir haben jetzt noch einfache Kontrollstrukturen für Graphen, wo man aus kleinen Graphersetzungsregeln große Graphersetzungsregeln zusammenbauen kann. Ne? Und das ist, naja, wir wollen ja beweisen, dass eine Menge von Graphersetzungsregeln irgendwie, wenn ich die auf den Graphen anwendet, irgendwie nur Sachen passieren, die für mich okay sind. Ne? Also keine Bombe explodiert, kein Flugzeug fällt vom Himmel, bin die ganze Zeit safe, kein Deadlock passiert, alles ist gut. Und dann möchte ich eigentlich, dass meine Graph-Operationen irgendwie ja mächtig sind. Ne? Und jetzt habe ich Basisoperationen definiert, das sind einfache Graph-Versetzungsregeln. Jetzt kann ich die mit Sequenz, Fallunterscheidung und Iteration zu komplexeren zusammenbauen. Dann brauche ich noch Prozeduren. Und dann habe ich alle die Dinge, die ich in der Programmiersprache habe, wo ich sagen kann, aus einem Assignment oder einer Auswertung eines Ausdrucks kann ich durch Sequenz, Fallunterscheidung und Iteration komplexere Dinge zusammenbauen. Die kann ich benennen, habe ich Funktionen, die kann ich gegenseitig dann mit Parametern aufrufen. Dann habe ich eine komplexe imperative Programmiersprache. Und das wollen wir jetzt mit Graphersetzungsregeln auch haben, wobei eben die Elementaroperationen nicht Pointerarithmetik oder Zuweisung ist und Ausdruck, sondern eben eine Graphersetzungsregel, wo ich aus kleinen Regeln beliebig komplizierte Transformationen zusammenbaue mit all diesen Dingen. Na? Und dafür muss man im Wesentlichen diese drei Geschichten machen. Wir hatten jetzt schon hintereinander Ausführung. Da habe ich jetzt mal so ein kaufmännisches Und gemacht. Also die Semantik von Regel 1 und Regel 2 ist die Menge aller Paare G1, G3, wo es einen Zwischengraph gibt, und G1, G2 ist in der Semantik von dem, von der ersten Regel, und G2, G3 in der Semantik der zweiten Regel. Das ist genau dieser Join von zwei so Tuppelmengen. Na? Dann ist OR als Fallunterscheidung relativ simpel. Das ist einfach die Vereinigung der beiden Semantiken. Na? Also ich kann die Regel oder die anwenden. Ich habe irgendeinen Graphen, dann ist der andere G1, dann ist G2 in der Ergebnismenge oder das Paar in der Ergebnismenge, wenn eine der beiden Regeln das in seiner Ergebnismenge hat. Hey, das ist Fallunterscheidung. Oh, jetzt brauchen wir noch, der ist so ein bisschen schwierig. Wir brauchen so ein Def oder Not Def. Also wenn man mit Logik arbeitet, ist das Not ist immer blöd. Ne? Also man muss Or muss man auch haben, dann kann man aus elementaren logischen Dingen was Komplizierteres bauen und man braucht das Not. Und Not war irgendwie schwierig und da kommt man aber auch hin, indem man sagt, wir sagen der Def-Operator angewandt auf eine Regel 1. Das bedeutet, die Regel ist definiert, oder noch einfacher, die Regel hat in dem Graphen eine Anwendungsstelle.
Ja, die Regel könnte in dem Graphen ausgeführt werden, wäre darauf anwendbar. Das ist genau dann der Fall, wenn es einen Graphen 2 gibt und g, g2 ist in der Semantik der Regel. Und wenn das der Fall ist, dann liefere ich das Tupel g, g, also den Graph selber, mit sich wieder zurück. Das heißt, defgt angewendet auf irgendeinen Graphen bedeutet, der Graph bleibt unverändert, wenn die Regel anwendbar ist und ich liefere das Graphpaar g1, g1 zurück oder Graph selber nochmal zurück. Und wenn die Regel nicht anwendbar ist, ist das der leere Tupel, dann liefere ich eben nichts zurück. Ja, und die Menge aller Graphen mit Graphpaare AA, also der Graph selber, für die Regel anwendbar ist, alle solche Tupel, wo vorne und hinten der gleiche Graph steht und die Regel ist anwendbar, das ist die Semantik von defined Graphtransformation 1. Und notdef ist einfach der Kehrwert. Ne? Dann ist es relativ leicht. Und jetzt habe ich und, oder und not. Und dann habe ich im Prinzip komplette Algebra. Und da kann ich alle möglichen kommutativen Umformungen und Dinge machen, die man so in Termen so macht. Und damit habe ich Prädikatenlogik erster Stufe. Uahaha. Ne? Und damit kann man dann schon so ziemlich alles machen. Das ist so grob die Sache. Dann brauchen wir noch so Quantoren. Der kommt, glaube ich, als nächstes. Ja, das ist hier der Loop-Operator. Das heißt, wende doch die Regel bitte so lange an, wie es geht. Na? Oder auf allen Anwendungsstellen an. Und das habe ich jetzt hier definiert, indem ich sage, ja, das ist, versuch doch mal die Regel 1 anzuwenden und danach wendest du wieder den Loop-Operator an. Oder wenn das nicht geht, dann mach halt nichts. Ne, Skip ist der Operator, der immer anwendbar ist. Also alle Graphen G1, da sind Skip von irgendwie nichts, ist der Graph, die Regel, die immer true liefert, die sagt, ich bin immer anwendbar, ich mache nichts. Das heißt, jeder Graph hat mit sich selber diese Skip-Verbindung oder die Menge aller Graphen G, ich weiß nicht, wie man es schön hinschreibt. G, G ist in der Semantik von Skip, so wie es hier drin ist. Hier habe ich geschrieben, okay, def von Graph-Transformation 1 oder not def von Graph-Transformation 1, das ist dann letztendlich alle. Das ist so ein No-Op-Ding. Ne? Und da sagt man, lass den Graphen unverändert. Und choose ist, versuche erst GT1 anzuwenden und wenn das nicht geht, dann GT2. Ne? Das ist also GT1. Oder wenn GT1 nicht definiert ist, dann GT2. Ne? Damit habe ich jetzt tatsächlich so ein if. Ne? Wenn die eine ist, Regel anwenden, macht die, sonst macht zwei. Das ist dieses choose. Das ist ein bisschen anders als das or, aber wenn man not hat, kann man das eben definieren. Und dann mit dem choose zusammen konnte man das loop bauen. Und jetzt kann ich sagen, iteriere es so oft, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich diese prädikatenlogischen Operatoren and, oder und not habe, kann ich eben die Programmiersprachen-Dinger, Sequenz, Fallunterscheidung und Schleife eben auch bauen. Das heißt, ich habe jetzt genug Dinge zusammen, um eine komplette Programmiersprache zu bauen. Im Großen und Ganzen. Okay. Man achte auf die rekursive Definition. Ne? Die Semantik von Loop ist definiert durch choose, gefolgt von Loop. Das darf man machen, wenn man zeigen kann, dass das immer terminiert. Ne? Tut es nicht immer, ist auch nicht schlimm. Ne? Also das kann tatsächlich endlos sein. Ne? Wenn diese Regel zum Beispiel einfach nur einen neuen Knoten dazu tut, dann ist sie danach wieder anwendbar an der gleichen Stelle. Und die Anwendungsstelle ist ja nicht kaputt. Das heißt, ich kann sie danach wieder anwenden, da habe ich eine Endlosschleife. Aber das ist die Semantik davon. Ne? Was dann im Zweifelsfall bedeutet, dass es keinen Graphen gibt, der in der Ergebnismenge ist, oder nur einen unendlichen Graphen oder was auch immer das bedeutet. Ne? Also die Theoretiker kommen damit klar, dann ist es mir auch okay. Hat mir keiner einen Strick draus gedreht aus der Nummer. So, haben wir das? Jetzt müssten wir nochmal langsam zum Schluss kommen. Sind wir auch? Ich deute das noch an. Ne, was wir noch brauchen, sind parametrisierbare benannte Graphtransformationen. Ne, also
ich möchte jetzt gerne Funktionen definieren, deren Rumpf eben so eine Sequenz oder eine Abfolge von Graph-Transformationsoperationen ist. Und die möchte ich gerne noch mit Parametern versehen. Dann habe ich eine ordentliche Programmiersprache. Na? Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wie macht man das am besten. Man hätte jetzt mit diesen Tupelmengen dann noch weiter rumeiern können. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich baue das so wie bei Pascal auch. Das heißt, ich erweitere meinen Graphen einfach um so einen Prozedur-Call-Frame. Ne? Und dann sage ich, okay, einen Methodenaufruf bedeutet einfach, mach so einen neuen Frame, tu da die ganzen Aktualparameter irgendwo hin, mach die Zuweisung an die Formalparameter und spring dann die Regel an und danach machst du einen Return. Ne, das heißt, ich muss mir noch merken, so, wo in der Abarbeitung meiner komplexen Methodenrumpfes war ich jetzt gerade, wo alle Operationen irgendwie wieder Graphersetzungsregeln sind oder Funktionsaufrufe von anderen Graphersetzungsregeln komplexen. Das muss ich alles machen, da muss man ein bisschen mit Variablen rumeiern. Dann macht man sowas ohne Beschränkung der Allgemeinheit, wollte ich immer mal sagen. Gibt es in dem Originalgraphen nichts, was mit H underscore anfängt, da um so Namenskonflikte zu vermeiden? Wenn du das doch hast, dann benenn deinen Scheiß gefälligst um. Das ändert ja die Semantik im Großen und Ganzen nicht. Ne? Also wenn ich so einen Knotentyp ändere, ne, und das konsistent über meine ganzen Regeln mache. Und dann kann ich so sagen, ja, Main aufrufen bedeutet erstmal den Basisframe erzeugen und diese Operation hier hat eine klar definierte Semantik, ne, weil die benutzt keine Parameter, ruft keine Funktionen auf. Ne? Die baut jetzt mal so einen Frame auf und dann sage ich, ja, die Semantik von, ich rufe irgendeine Graph-Transformation auf, die ja beim Augenblick noch keine Parameter hatte, ist, bedeutet, ich mache einen Push-Frame, rufe die Graph-Transformation, mache einen Pop-Frame. Push-Frame bedeutet, puh, hier so ein Frame dazu, Pop-Frame, nimm ihn da wieder weg und merkt hier, wo du warst im Wesentlichen noch. Ne? Und solche Dinge mehr. Das könnt ihr alles in Compilerbau lernen, wie das geht. Ne? Und ist hier einfach nur mit Graphen nachmodelliert, war nicht wahnsinnig kompliziert. Die Naja, kam noch ein bisschen. Ne? Also die Message jetzt ist, ich will von euch das nicht unbedingt haben. Wir werden als Hausaufgabe so eine Nummer machen, sagt Christoph jetzt gleich noch, wo wir sagen, formalisiert mir bitte eine Graphversetzungsregel und die Anwendung einer Graphversetzungsregel auf einen Graphen. Ne, und schreibt da mal diese ganzen Mengen, die wir jetzt heute hatten, runter. Ne, für dieses konkrete Beispiel. Das reicht mir jetzt erstmal aus. Schon rechnet bitte alle Graphen aus, haben wir das, die diese Regel aus dem Graphen erzeugen kann. Ist schon kritisch, ne, weil das sieht man manchmal schlecht. Also wenn man da mit dem bloßen Auge hinguckt, dann übersieht man sehr leicht Anwendungsstellen. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe, das lassen wir mal weg. Und aus diesen elementaren Graphersetzungsregeln dann diese komplexeren Graphersetzungsregelsprache zu machen, das ist dann eine Fingerübung am Schluss eines langen Tages. Und was man dazu sagt, ist, das ist eine Semantikrückführung. Ich definiere die Semantik von einem Methodenaufruf, indem ich sage, ich führe das zurück auf Regeln, wo kein Methodenaufruf dabei ist und deren Semantik ich schon weiß. Ja, das heißt, ich definiere komplexe Sprachkonstrukte und sage, das ist eine abkürzende Schreibweise für folgendes einfache Sprache. Für folgendes Konstrukt aus einfachen Sprachelementen, für die ich die Semantik schon weiß. Und dann hat das komplexe Konstrukt die Semantik, die sich aus dem einfachen Konstrukt beschreibt. Und dann kann ich mit Hilfe von diesem komplexeren Konstrukt noch komplexere Konstrukte beschreiben und so weiter und so weiter. Das ist eine Technik, die wird in den formalen Mechanismen sehr gerne angewendet. Und man könnte die im Compilerbau, wird man Bootstrapping dazu sagen. Ich habe eine einfachere Version einer Programmiersprache, bis jetzt nur mit While-Schleife und dann sage ich, oh, ich hätte gerne noch eine Vorschleife. Und dann definiere ich die Semantik der Vorschleife, indem ich da sage, das ist äquivalent zu folgender While-Schleife und dann ist es klar, was das bedeutet. Und ist auch klar, wie ich Code dafür generiere. Und solche Tricks macht man im Compilerbau ganz gerne. Und solche Tricks kann man eben hier bei so formalen Definitionen auch machen. Und je nachdem, wo ihr demnächst mal eure Abschlussarbeiten schreibt,
kann es eben sein, dass irgendeiner auf die Idee kommt oder ihr selber auf die Idee kommt, zu sagen, oh, ich hätte jetzt gerne mal so einen formalen Anteil da drin und das war doch gar nicht so schwierig damals, dann ist das eben eine Sache, mit der man sich wahnsinnig viel Arbeit sparen kann, indem man sagt, sobald man für so ein paar Basiskonstrukte die Semantik definiert hat, kann man suchen, okay, jetzt würde ich diese Teil meiner Sprache, den ich schon definiert habe, gerne anwenden, weil ich da auf einem höheren Abstraktionsniveau bin vielleicht und damit dann die nachfolgenden Dinge erklären. Und das nennt sich Semantikrückführung und ist ein klassischer Kniff in formaler Theorie, wie ich Dinge einfacher machen kann. Okay, hey, das war's. Hab nur 8 Minuten überzogen, sorry dafür. Christoph sagt noch die Hausaufgabe und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit fröhlichen neuen Dingen. Und ich glaube, ab nächster Woche können wir mit der Implementierung anfangen. Na, also wir wissen jetzt prinzipiell, was ist die Semantik von der Graphversetzungsregel. Und der nächste Schritt ist, na dann bauen wir uns doch mal jetzt einen Ausführungsmechanismus dafür. Da fangen wir dann an damit, wie implementiere ich jetzt mal so einen Jahrgegraphen und danach, wie mache ich jetzt am geschicktesten Teilgraphversuche. Okay, danke ich für die Aufmerksamkeit und gebe an Christoph.